So, ich bin wieder zurück aus meiner kleinen Pause hier und wir spielen hier Minecraft Survival, also im Survival Mode und bin gerade dabei, ein etwas moderneres Dorf anzufangen, zu bauen, wie auch immer. Alle, die dazugekommen sind und das hier gerade nicht so mitgekriegt haben, was ich zuvor gesagt oder gemacht habe. So, wir gehen ins Spiel wieder zurück direkt und machen weiter. Hier, das habe ich zurzeit zugebaut. Da soll ein Treppenhaus entstehen. Ansonsten haben wir hier vorne schon mal Straße und die soll dann später dann vor dem Hauptbahnhof hier lang gehen. Und ja, hier kann man dann halt auf diesen Bahnhofsvorplatz laufen. Später mal. Ob ich das Ganze mobfrei abdecken kann mit Beleuchtung, werden wir sehen. Genau, hier soll das Treppenhaus entstehen. Und zwar brauche ich dafür wieder schwarzen Beton natürlich. Ist das Mikro an? Ja, gut. Bin schon öfter geschafft, dass ich das Mikro ausgelassen habe. Komme aus der Pause wieder und mache quasi Pantomime. Autsch. Und nochmal Autsch. Hier kommt natürlich jetzt, weil es sich um ein Treppenhäuschen handelt, kommt natürlich jetzt enorm weißer Beton. Müssen wir zumachen. Wobei ich da auch noch nicht so ganz sicher bin. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht ganz zumachen. Vielleicht können wir hier und da so eine kleine Luke einbauen. So von. Innen sieht es natürlich jetzt so aus, also einfach komplett weiß. Warum ich das jetzt rausgemacht habe, weiß ich gar nicht. Das ist eigentlich Quatsch. Weil die muss ja Treppe rein. So, jetzt muss ich natürlich mit der Treppe oben ankommen, irgendwie. Das heißt, ich müsste hier vorne bereits mit der Treppe anfangen. Na, hier müsste ich mit der Treppe anfangen. So war es gedacht. Also habe ich denn da jetzt. Oh, das war natürlich jetzt nicht so prickelnd. Hier muss natürlich auch Niederziegelboden rein. So. Der dahin und der dahin. So, dann haben wir hier schon mal einen Aufgang. Eins und zwei. Oh. Die Frage ist, komme ich hier eigentlich? Kann ich hier hochlaufen? Das mit der Decke passt. So, hier würde ich das nämlich dann. An der Stelle. Müsste ich das auch noch zumachen. Und ab hier könnte ich das dann. Ah, das passt. Hervorragend. So machen. Dann haben wir nämlich hier unser kleines Treppenhäuschen. Vorteil hier, ich kann da noch eine Treppe setzen. Was so hübsch hässlich aussieht im Übrigen. Und ich kann hier oben noch eine Treppe setzen. Dann sieht das Ganze viel besser aus. So. Ja. Und hier in die Nische kann ich eine Truhe setzen. Oder ein Fass. Wie auch immer. Auf jeden Fall kann ich da noch was reinstellen. Keine Blume reinstellen. Vollkommen egal. So, hier können wir auf jeden Fall dann hochlatschen aufs Dach. Beziehungsweise auf die.
Wollte ich nicht oben noch eine andere Decke reinsetzen? Eigentlich schon. Ne? Ich habe doch gesagt, ich wollte hier Holz reinsetzen, so wie hier. Ist das doch eigentlich das falsche Material hier? Lass uns erstmal hier oben noch was draufbauen und dann gucken. Vielleicht sieht das ja auch ganz gut aus so. Hier habe ich auch schon eine Idee zu. Erstmal, das Obergeschoss wird nicht ganz so hoch wie unten. Unten habe ich ja jetzt zwei hoch, also die Glasscheibe ist zwei hoch. Hier oben wird die Glasscheibe tatsächlich nur eins hoch. Würde mir besser gefallen. Und hier bauen wir Glasboden ein. Und hier oben kommt eine Beleuchtung hin. Das ist mega. Also Glasboden. Ja, sieht cool aus. Da ist es. Irgendwie passt mir das noch nicht. Irgendwie passt mir das hier oben noch nicht. Oh ja. Ich glaube, auch da habe ich inzwischen eine Idee für. Das kommt weg. Wie wäre es denn, wenn wir hier auch aus Glas bauen? So. Das heißt, so praktisch komplett offen. Hier das rein. Und hier oben dann der Sturz rein. So. Mir fehlen noch Ideen. Man sagt ja, weniger ist manchmal mehr. Also die sind mir die. Ich finde die Glasblöcke hier, die sind zu fett. Die passen hier nicht so gut hin. Immer ist das Behutsamkeit, ja. Okay, ich nehme die Blöcke so wieder, wie sie sind. Oh, Moment. Wie wäre es denn damit? Ja, so machen. Dann kann man hier oben direkt rausschauen. Was ich mit euch hier mache, weiß ich noch nicht. Unten sieht man die, ne? Ecken. Das heißt, das muss definitiv mal schwarz bleiben. Aber haben wir ja hier. Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso. Ich kann mir hier oben ja auch noch was zu einfallen lassen. Um das hier so ein bisschen. Schöner zu machen. Wie wär's denn mit Mosaik? Ich
setze hier oben überall noch so schwarze Streben ein. Kreuz und quer. In der Mitte kommt dann hier Fichtenholz rein als Boden. Hier die Treppe, die wird natürlich auch Fichtenholz. Hier unten der Boden bleibt Boden. Das hier wird Fichtenholztreppe, so zum Hochlatschen. Das könnte sehr gut aussehen. Wollen wir mal antesten hier. Und als Dach könnte man vielleicht so ein abgesetztes Schrägdach hinmachen oder so. Ich habe das schon mal im, also ähnlich zumindest, habe ich das schon mal im, ganz am Anfang, als ich mit dem Stream begonnen habe, mit relativ wenig vernünftigem Equip und einem sehr miesen Mikrofon allerdings, da habe ich mal so ein Schrägdach gebaut. Also praktisch immer so abgesetzt. Schräg, dann steil abfallen, dann wieder schräg hoch, dann wieder steil abfallen. Das könnte man hier so quer draufsetzen oben. Ich bin gespannt, ob das eventuell später dann ausschaut. Du kommst hier nicht rein. Du nicht. Muss anklingeln. Keine Klingel da? Pech gehabt. So. War nicht gemein, ne? Vielleicht kommen sowieso wieder die Phantome. Ärger mich hier. Oh, alle. Ganz alle oder nur alle, nur hier alle? Gute Frage. Drüben in der Truhe war auf jeden Fall nichts mehr und im Lager habe ich, glaube ich, alles rausgenommen an schwarzem Beton. Das heißt, ich muss gleich was Neues bauen. Wie? Was? Moment. Gib mir mal bitte weißer Beton. Auch alle? Kann gar nicht sein. Davon müsste ich auf jeden Fall noch genug haben. Soweit ich weiß, habe ich da, weil ich wesentlich weniger gebraucht habe, als ich ursprünglich für meine Villa vorbereitet habe, müsste ich davon fast eine ganze Truhe voll haben. Fast, wohlgemerkt. Ich hatte ursprünglich vor, meine Villa komplett aus weißem Beton zu bauen. Das habe ich aber nicht getan. Und demnach habe ich natürlich da noch ganz, ganz viel von über. Dafür sind aber andere Sachen etwas... Ah, das ist cool. Kann ich nämlich hier oben auch Scheibe einsetzen. Ey. Man kommt hier hoch. Und ab hier. Einmal ringsrum, das würde passen, hätte man dann Glasscheibe. Der kommt weg. Der... Ja, der und der. Ah, da unten turnt schon wieder eine Möglichkeit rum. Oben kommt Sturz rein. So, und hier. Oh. Kommt Glas rein. Jetzt gefällt mir das mit dem roten Boden schon fast. Außer, dass hier noch was fehlt. Irgendwie.
Wie wär's denn, wenn ich hier oben Teppich drauflege? Das kommt bestimmt auch gut. Das lassen wir dann aus. So, und hier kommt Teppich drauf. Ich glaube, das gefällt mir sogar fast noch besser. Aber das hier gefällt mir nicht, wie gesagt. Das muss weg. Das ist mir zu düster an der Decke. Da möchte ich gerne was Helleres haben. Man sieht, es ist nicht alles hundertprozentig. Es ist noch gar nichts fix. Also, ihr könnt hier gerne eure Ideen einwerfen, sofern da irgendwelche vorhanden sind. Wenn es jetzt nicht gerade die Idee ist, wie leg mal ein bisschen TNT drunter und zünd das an, bin ich da auch durchaus nicht abgeneigt. Das auszuprobieren, meine ich. So. Das muss alles weg. Das muss dann aber auch weg. Verdammt. Das heißt, das muss weg. So. Muss man ein bisschen aufsammeln hier. Und der muss noch raus. So, jetzt aber einmal rüber, Fichtenholz holen, schwarzen Beton holen. Wieso sage ich Fichtenholz? Das ist Birkenholz. Glowstones mitnehmen. Soll ich mir eine Einkaufsliste schreiben? Steine kommen erstmal hier rein. So, da habe ich noch ein bisschen Beton. Den könnte ich mit hier reinpacken. Weißen habe ich noch, siehst du? Das Glas lasse ich auch mal hier. Immerhin. Türen lasse ich mal hier. Den Seelensand auch mal einfach so zum Spaß. Wobei ich den Seelensand dann lieber in die Truhe packe, wo auch das Wasser drin ist, dann weiß ich, dass das zusammengehört. Die Erde könnte ich da auch mit reinpacken. So. Dann noch hier rein und gehe da mal was holen. Nicht schnell genug. Ich dachte, ich wäre schneller wie die Phantome. Juhu. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir können ja mal eine Bahn nehmen von hier. Aber das funktioniert leider nicht, weil hier ist irgendwie nichts mehr drin. Aber wir können ja mal eine Bahn zurücknehmen vom Hauptbahnhof und mal ein paar Lore mit hinnehmen. Nee. Fasslager war das? Aber da sind ein paar Loren. Dann nehme ich einfach mal, keine Ahnung, nehme mal drei, vier Stück von mit. Eine von hier, die kommt ja auch noch rüber. Dann haben wir da drüben mal wieder fünf Loren drin. Das ist das Problem, wenn man nicht immer hin und her fährt, dann fehlen natürlich auf einer Seite irgendwann die Transportmittel. So, jetzt haben wir aber erstmal ein anderes Problem, nämlich keinen schwarzen Beton. Dafür benötige ich, erstmal benötige ich ein Stack Glowstone. So, schon mal vorm Zug. Wollen ich den auch noch mit, den angebrochenen. Dann haben wir schon mal ein bisschen Licht da. Ja, Birkenholz.
packe jetzt erstmal die Sachen ein, die ich gerade im Kopf habe, dann kann ich die schon mal nicht mehr vergessen. Der Weg ist ja jetzt doch ein bisschen weiter wie sonst so. Also, Birkenholztreppe wird benötigt. Wie viel, weiß ich noch nicht. Dann auf jeden Fall Birkenholzstufe, davon definitiv mehr als ein Stack. So. Reichen 3, 8, ja, das reicht. Obwohl, ich weiß noch nicht, was ich oben mit der Decke mache. Da könnte ich vielleicht auch Birkenholz mit einfügen. Deswegen nehmen wir da mal lieber 6 von mit. So. Teppich. Ich würde oben gerne auch das oben komplett weiß machen. Außenrum ist weiß. Dann haben wir Glas. Könnte oben eigentlich komplett weißen Boden machen. Dann nehme ich mir dann hier weißen Teppich raus. Schon mal habe ich das nämlich auch schon mal drüben. Teppich, weißer Beton, nein. Weißer Teppich. Roter Teppich würde auch gehen, ne? Unten ist ja der Boden auch rot. Gelber? Nein. Das passt überhaupt nicht ins Design. Deswegen nehme ich weißen Teppich. Hab da gerade so eine Idee. Mal weißen Teppich mit. Und ich nehme schwarzen Teppich mit. Heißt, so, dann nehme ich noch mal einen Stack schwarzen Teppich mit oder auch zwei. Komm. Auch zwei, direkt Nägel mit Köpfen oder wie das heißt. So. Könnte vielleicht mal eine Kleinigkeit zum Essen gebrauchen. Dann wird das mit dem Sprinten nachher ein bisschen besser. Was brauche ich noch? Schwarzen Beton, genau. Und den muss ich erstmal bauen. Dafür brauche ich schwarze Farbe. Bin ich gerade vorbeigelaufen? Bin ich gerade dran vorbeigerannt? Schwarze Farbe. Schwarz. Zwei mit. Habe ich natürlich das Problemchen, dass ich zu viel mit mir rumschlöre. Warte mal. Das schmeiße ich mal raus hier. Da muss ich mir nachher nur noch eben hier so eine Endertruhe mitnehmen. Nö. Steh nicht mehr hier. Da. Nehme ich mir nämlich noch so eine Endertruhe einfach nur mit. Die baue ich da drüben dann direkt fest mit hin. Und dann kann man die Sachen etwas besser traden. Von hier nach drüben. So. Da. Ich brauche Kiesel und Sand. Sand. 1, 2, 3, 4, 8. So. Und dann noch Kiesel. Kies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dankeschön. Und jetzt bauen wir schwarzen Beton. Das ist genau genommen schwarzen Trockenbeton.
Die ist vollkommen egal, so, so oder so. Wenn mich nicht alles täuscht, kann man das entweder... So, der muss immer eine Farbe bei sein. Ich vergaß. Ja. Also, wie ist eigentlich egal, ob so oder so, Hauptsache schwarz. So, schwarzer Trockenbeton. Einmal. So, jetzt könnte ich, also ist egal, was an Ecken ist. Ah, warte. Juckt das Näschen. So. Jetzt natürlich gar nicht dran gedacht. Das sind natürlich jetzt 16 Stacks, ne? Oh nein! Bitte nicht! Ich habe noch roten Beton hier drin. Ich hätte die Schale ja mal leer machen können. Ich dachte, die Heuschnupfenzeit wäre vorbei. Oder ist das eine Erkältung? Was? Nein, ist es nicht. So, dann der da noch. Einmal kurz wegschmeißen. Na, da ist der Trockenbeton drin, den ich mal gebastelt habe. Hier war der normale Beton. Genau, den hatte ich mal irgendwann ins Lager gebracht. So, und jetzt Trockenbeton. Rein. Ja, das sieht immer cool aus, wenn du hier bei dem schwarzen dann auch noch schwarzen Beton reinpackst. Dann weißt du, wofür du hier eine Beleuchtung reingeschmissen hast in den Raum. Aber nämlich sonst überhaupt keinen Unterschied mehr sieht hier, wenn das jetzt ein bisschen dunkler wäre. Wir müssen jetzt auch nicht alle 8 Stacks hier bauen, also die ich jetzt hier vorbereitet habe. Das kann ich auch gleich wieder in die Truhe packen. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier mit ein so einer Rutsche hier eigentlich durchkommen müssten drüben. So, weil das sind, ach, keine Ahnung, 1,5 Stacks ungefähr. So, ich drücke aufs Knöpfchen. Wusch. Einmal Beton gießen. So. Ah, komm, tun wir Schwarz auch hier rein. Der hat überhaupt keine Signatur. Ich finde das sowas von krass. Dass du den eigentlich hier unten gar nicht siehst. Das sieht aus, als würde ich hier praktisch im Leeren rumhämmern. Ich guck gerade mal rüber auf meinen Kontrollbildschirm und sehe, es sieht wirklich aus, als würde ich hier quasi so im Nichts rumlaufen. Okay. Da ist noch was. So, jetzt haben wir erstmal wieder schwarzen Beton zusammen. Die Frage ist, ob das reicht. Ha.
Bevor ich hier nochmal rüber renne, muss wegen, weiß ich nicht, ein oder zwei Teilchen Beton, machen wir lieber noch einen. Muss halt auch sein. Irgendwann muss man das Material auch herstellen. Das ist der Grund, warum ich eigentlich, gut, ich habe jetzt mit schwarzem Beton habe ich nicht gerechnet, aber das ist halt mehr oder weniger kurzfristig entstanden, die Idee, das hier zu machen, also hier und heute zu machen. Aber im Eigentlichen bereite ich ja gerne die Materialien zwischendurch mal vor. Das heißt, es kann gut sein, dass wir, weiß ich nicht, bei einem der folgenden Streams dann auf einmal hier keinen Trockenbeton mehr drin haben, dass ich den dann mal irgendwann komplett vorbereitet habe. In einer ruhigen Minute. So, dann... Nein, der noch nicht. Ja. Schwarzer Beton bleibt hier. Achso, Wasser wieder aus. Das ist schon mal eine Idee. Ah, man könnte ja jetzt da drin eigentlich auch Lava, also Obsidian bauen. Aber erstens kannst du den Obsidian nicht mehr so wirklich von dem Obsidian unterscheiden, den du nicht abbauen darfst, ringsrum. Und zum Zweiten und viel wichtigeren, das da oben ist Holz. Wenn ihr unten Lava reinschüttest, dann steht das Lager in Flammen. Direkt hier drüber ist das Lager, ne? Deswegen. So, siehst du. Einmal schwarzer Beton, nochmal schwarzer Beton. Das nehme ich jetzt mit. Truhe ist hier, so da kann ich, guck mal, kann ich das da auch mit reinschmeißen und wir heizen jetzt mal darüber. Ja, wir benutzen heute mal den Zug, einmal am Teleporter vorbeilaufen, einmal aufs Knöpfchen drücken. Und los geht's. Tschüss. Aber zwischendurch mal den Zug benutzen, weil immer nur Porten ist ja schön, geht schnell und so weiter. Aber ich finde, so eine Zugfahrt, die hat auch mal was zwischendurch. Abgesehen davon hier, kann man ausgucken, zwischendurch habe ich irgendwie den See getroffen. So, und jetzt geht das hier durch die Sortieranlage herein. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie mit Yeshio gefahren sind. So, jetzt habe ich nämlich hier auch wieder was drin. Mach das mal auf. Kloppt mal hier die Loren rein. Es ist hier die Nachfüllstutzen sozusagen für die Loren und hier könnte theoretisch alles voller Loren sein. Theoretisch. War nur hier welche drin. Fünf Stück jetzt, genau. Die eine, mit der wir rübergefahren sind und die vier, die ich mitgenommen habe. Also auch passende Menge rein. Ich habe nur keine hier.
Okay, aber das kann man ja regeln. Man könnte ja theoretisch mal wieder nochmal mit einer Lore rüberfahren und nochmal. Wir können aber nachher vielleicht mal zurückfahren damit. Ah. Jetzt zu Praise House. Den habe ich auch schon lange nichts mehr gehört und gesehen. Lebt er noch, der Gute? War nicht sowas. Da hinten? Noch eine Explosionsmaschine. So. Geh weg. Okay, dann wollen wir mal. Ja. Das ist doch eine Idee. Die kommt hier hin. An der Stelle ist ja. An der Stelle ist ja praktisch. Nachher der theoretisch also Platz für so eine Truhe, deswegen kommt das schon mal dahin. So, das brauche ich, das kann raus. Ich brauche noch das da. Jetzt habe ich natürlich keine kompletten Stacks mitgenommen, das macht nichts. Ich habe genug Birkenholz. Stufe mit, dann bauen wir hier halt Stufen ein, Treppen, nee, Stufen. So. Da kommt auch noch Stühlchen hin und dann passt. Hier hoch, da hoch und dann hier rum. Dann einmal dahin und einmal da. Nö, wie jetzt? Nee, doch richtig. Einmal dahin und einmal dahin. So. Dann kommt hier, hier und hier noch eine umgedrehte hin. Vorrat. So, dann kann ich hier oben dicht machen, ne? Das erstmal raus. Und hier oben kommt jetzt erstmal eine schöne Pirale. Ah, das sieht viel besser aus. So ein bisschen aufgelockert, ein bisschen freundlicher das Ganze. Das war mit dem Schwarz, war das einfach zu strange, fand ich. So, das kommt weg. Das kommt hin. Phantome? Da hängt ein Phantom oben in meiner Hauswand. Wer es noch nicht gefixt haben, das ist echt. Das wäre echt noch cool, wenn sie das fixen würden, dass die Viecher nicht mehr in dem Material hängen bleiben. Aber guck mal. So, bin mir am Schauen, dass ich hier, da kommt erstmal die Decke hin und das schon mal zu hier. Dö. Ich könnte ihn jetzt hier reinlocken, ne? Ach so, habe ich eigentlich schon gesagt? Frohe Weihnachten, ne? Erster. Ich wollte ja nochmal da. So, wo baue ich denn jetzt? Ah ja, das ist eine Idee. So, das heißt einmal. Nee, da komme ich aber da mit den Lampen nicht hin. Es geht immer nur 5. 5. 5 geht.
Das heißt, ich muss mir was einfallen lassen, muss ich. Genau. Deinen. Deinen. Deine. So. Bisschen schön aufteilen das Ganze. So, dann komm. Deinen. Dein. Nee, nicht so ganz. Deinen. Da. Da. Hey. Das ist gut. Vor allem, dann ist alles komplett ausgeleuchtet hier und das sieht anständig aus. Da Glühstein rein. Ich muss einmal oben bitte die Sachen eben einsammeln. So. Und jetzt. Ich weiß noch nicht, ob und wie das funktioniert hier. Das kann im Prinzip so nicht funktionieren, weil hier im Übergang zwischen dem einen und dem anderen haut das nicht hin mit der Stufe. Also ich würde jetzt hier ich hätte jetzt hier umgedrehte Stufe hingepackt. Mal gespannt, wie das aussieht. Also im Prinzip da einer, da einer, da einer, einer, da einer und da, da, da. So. Das war der ursprüngliche Plan. Problem ist, wenn ich das hier auch mache, geht das wieder, geht das nicht auf. So geht's auf. Jetzt ist da aber eine Ecke zu viel eigentlich. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich habe da gerade eine gute Idee. Endlich mal. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir fuckeln uns jetzt hier. Das weg. Das weg. Ah, ne, das kann bleiben. So, da müssen wir nämlich jetzt einfach nur hier weitere Büffchen dran bauen. So. Das da auch. So, dann brauche ich nämlich eigentlich nur außenrum. Stufe setzen. Also praktisch hier rum. Was ich hier an der Stelle mache, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken, wie das aussieht, wenn ich das so und so mache. Das ist gut geworden. War sowas von. Das hätte ich jetzt theoretisch auch von oben machen können. So, dann habe ich nämlich hier einmal eine komplette Beleuchtung auf der linken Seite.
hätte ich, wenn ich zum Beispiel das hier auch noch gemacht hätte. So. Also eine tief liegende Decke auf der linken Seite mit den Beleuchtungselementen drin und das Ganze dann nochmal auf der anderen Seite. Ich finde, das sieht anständig aus. Das Schöne ist, dass diese Beleuchtung für hier oben auch ausreicht. Denn hier oben kommt ja nur Teppich drauf. Und dadurch brauche ich dann hier dann schon mal eigentlich keine Deckenspots mehr. Außer hier, weil von hier die Spots ja nach da unten durchleuchten sollen. Erst hier muss ich dann auch noch so ein kleines Konstrukt bauen, damit das oben an der Decke vernünftig aussieht. Meine Güte. So kompliziert und doch so einfach. Also, bauen ist einfach, aber drauf kommen kann schon manchmal etwas komplizierter sein. So, das. Das leg mal von hier unten weg. Da. So, den baue ich jetzt aber von oben ein. Ich habe keine Lust, mich hier wieder zu verrenken. Genau, die Kante erwischen hier. Hier geht das. Hier nicht so ganz. So. So gefällt mir das. Was mir noch nicht so gefällt, ist diese Ecke hier. Jetzt komme ich da nicht mehr durch. Was mache ich hier, dass man da nicht runterfällt? Da habe ich auch eine Idee zu. Ich baue mir hier dran, einfach rechts dran, baue ich mir einfach ein Endstab. Genau. Erstmal habe ich dann das Treppenhaus hier auch beleuchtet. Wobei ich da tatsächlich vielleicht hier oben auch noch Glowstones einsetzen werde. Dann habe ich nämlich hier oben jeweils Glowstones drin und da. So. Und hier hätte ich dann zusätzlich als Geländer so einen Endstab, damit man nicht durchfallen kann. Okay. Könnte man das eventuell? Na. Ja, besser. Eindeutig besser. So, dann kenne ich die Fackeln ab. Die hören mich nämlich hier, die will ich da nicht haben. So, weg damit. Weg mit den ollen Fackeln. Raum ist perfekt ausgeleuchtet. Das Ding jetzt von außen aus. Dass ich da jetzt weiterbaue und das sieht auf einmal sehr, sehr schrecklich aus, dann
Das hat auf jeden Fall einen etwas moderneren Look wie beispielsweise der Bahnhof oder meine Burg. Gut. Ab ins OG. Jetzt brauche ich hier oben. Da brauche ich viermal das. Da brauche ich viermal das. Und da brauche ich viermal das. So. Ah, jetzt kommt der schwarze Beton. Schwarzer Beton, da ist er. Oh, der weiße Beton, den habe ich natürlich jetzt hier oben gelassen, ne? Klar, den habe ich ja rausgepackt vorher. Hopp, hopp. Da ist er. Glas habe ich auch nicht mehr. Kann es da weitergehen? Gut, dann bauen wir jetzt hier erstmal die Säulen weiter auf. Wenn ich springen muss, mache ich mal diesen da. Glas. Ist klar. Ja, nee, ist klar, Yashio. Oh. So schwer ist es doch gar nicht. Nimm mal Glas mit. Wo lege ich es hin? Hier in die unterste Reihe. Na gut. So. Dann wollen wir das auch mal zumachen hier. Natürlich cool gewesen, wenn man jetzt das hier auch noch mal als Vollmaterial gehabt hätte. Also so einen schmalen Stein als Vollmaterial. Gibt's glaube ich nicht. Zumindest nicht im hier. Minecraft Vanilla, wie man so schön sagt, da gibt es das nicht. Hier oben wollte ich doch gerne so ein Raster machen, glaube ich, ne? Oder nicht? Nee. Oder besser nicht. Ich probiere mal diesen da. So. So, noch mal hier. Oh je, acht noch. Zwei noch. Puh, hat gereicht. Genau berechnet. Ups. Sachen, die man auf einer Baustelle nicht hören möchte. Ups. So, das wird natürlich jetzt nur die Decke, das heißt, obendrauf kommt keine weitere Etage mehr, da kommt einfach nur noch ein Dach drauf, das wie auch immer sein wird. Ich habe da wie gesagt ein paar Ideen im Kopf, aber ich möchte jetzt halt nicht wieder so ein Standarddach da drauf bauen, so da drüben oder
keine Ahnung, bei den anderen Häusern habe ich auch so 0815 Dach im Prinzip, 0815. Also schon. Ich möchte auf jeden Fall mal was anderes haben wieder, wie diese normalen Spitzdächer oder Flachdächer. Wenn das Haus hier so gut geworden ist, könnte man im Prinzip könnte man dann noch weitere Häuser in der Form daneben bauen. Das wäre noch eine Maßnahme. Also noch da, da noch ein, da noch ein, da noch ein. Genauso wie das hier. Praktisch ein, ja, wie so ein genauer Klon hiervon. Und die dann hier oben verbinden. Da oben durch. Jetzt auch mit so einer Art Glasgang. Hallo Phantom. Hab dich. So, okay. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Einzige, was jetzt noch fehlt, ist the floor. Der Boden gefällt mir natürlich so noch nicht. Da muss noch ein bisschen was passieren. Und deswegen den Teppich. Kommt also hier hoch. Bestenfalls kommt man hier hoch. So, dann hätte man hier Black. Ups. Schwarz. Schwarzer Teppich. Und auch. Auch so. Da noch. Die Frage ist, kann natürlich auch sein, dass es genau andersrum besser aussieht. Dann muss ich den wieder rausruppen. So, und dann weiß. Sieht jetzt so aus, als würden die Säulen so so Schatten reinwerfen. Aber der, ja, und also draußen siehst ja, da siehst ja noch hier, siehst ja den Beton, den weißen Beton. Und jetzt ist halt die Überlegung. Ich mach das mal einmal kurz hier raus, damit man das mal kurz hier an der Stelle. Ach so, das ist schon weg. Schwarzer Beton. Den kriegst du von Hand nicht so leicht weg. So, mach das mal kurz hier raus. Tack, tack, tack. So. Wenn ich das andersrum machen würde, dann wäre das ja. So. Und so. So. Das, also eher so. Oder eher so. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Bin der Meinung, das wirkt freundlicher. Das wirkt freundlicher, das wirkt heller. Oh,
Auch wenn ich keine Frikadellen hingestellt habe, ihr dürft gerne einen Senf dazugeben. Also kein Thema. Ich glaube, ich würde es tatsächlich, also ich würde es jetzt erstmal so bevorzugen. Die Frage ist, können das natürlich auch einfach komplett weiß machen. Wie sähe das denn aus? Auf jeden Fall sehr hell und freundlich. Ich glaube, der Jeschu hat da gerade noch eine Idee. Ich glaube, die würde auch recht gut ankommen. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3. Zack, da und da und da. So. Wenn wir nämlich einfach da, 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 da jeweils schwarzen Teppich einsetzen. Wie sieht das denn aus? Was anderes, ne? Das sieht aber so aus, als hättest du da die Säulen ausgeklaut oder so. Ich kann mich nicht entscheiden, ich kann mich nicht entscheiden. Ach, ist das schön. Also. Das denn passen? So, so wird das passen. Sag. Heieieiei. Das muss alles weg. Nee, das nicht. Nur das da und das da. So, wenn er was schreibt, dann mache ich das jetzt einfach so. So, was ist das? Muster. Da weg, der weg. Nee, Quatsch. Sehr Quatsch. Der weg. Das weg. Das nicht. Jetzt ist da. So. Richtig? So, kommst also hier hoch, ratter, ratter. Ah, sieht doch cool aus. Jo, ich glaube, dem würde ich auch jetzt tatsächlich nichts mehr hinzufügen, weil das eigentlich gut aussieht so. Wär's denn mal, wenn ich da noch einen mache? So.
noch mal so. Da noch ein. Und da noch ein Schwarz. Bisschen modern, schräg, quietschig, wie auch immer man das sehen möchte. So muss das. So, reicht das denn bis da unten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Licht reicht eigentlich nicht bis da unten. Aber da direkt unten auf dem Wasser nichts spawnt, brauche ich da nichts hinmachen. So, das heißt, das passt. Kann so bleiben. Was ich jetzt noch brauchen würde, wäre ein Dach. Teppich weg. So, Dach. Ein schwarz-weißes Haus. Was könnte das für ein Dach bekommen? Koloration, die geht mir irgendwie noch ab davon. Also da muss ich tatsächlich noch ein bisschen dran wirken. Puh. Lass uns mal rüber gehen. Lass einfach mal einen Blick werfen, was da so am Material zur Verfügung steht und was man da nehmen könnte fürs Dach. So, zurückfahren oder zurück orten? Gute Frage. Ich würde sagen, wir porten zurück und fahren hin. Dann haben wir hier noch eine weitere. Ach was, komm. Yeshios Lager. So. Okay. Ich bin noch mal eben im Background. Und in 5 Minütchen wieder bei euch. Bis gleich.